Die israelische Regierung hat einen US-Medienbericht über mögliche Spionageabhörtätigkeiten in der Nähe des Weißen Hauses in Washington zurückgewiesen. Wir haben eine Richtlinie, ich habe eine Richtlinie. Keine Nachrichtensammlung in den Vereinigten Staaten, keine Spionage. Und das wird ausnahmslos energisch. Das ist eine vollständige Erfindung. Die Zeitung Politico hatte unter Berufung auf 3 frühere US-Geheimdienstmitarbeiter berichtet, die US-Regierung sei in den vergangenen 2 Jahren zum Schluss gekommen, dass in der Nähe des Weißen Hauses entdeckte Mobilfunkabhörgeräte wahrscheinlich auf Israel zurückgingen. Die Geräte imitierten die Funktion von Mobilfunkmasten und brächten Handys dazu, Informationen zu übermitteln. Sie könnten außerdem Gespräche und Daten dieser Handys aufzeichnen. Dazu Donald Trump. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube nicht, dass die Israelis uns ausspioniert haben. Ich würde das wirklich kaum glauben können. Meine Beziehung zu Israel war immer großartig. Schauen Sie auf die Golanhöhen, schauen Sie auf Jerusalem, die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die Hauptstadt. Trump hatte im März ein Dekret unterzeichnet, mit dem die USA formell die Zugehörigkeit der syrischen Golanhöhen zu Israel bestätigen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt.